Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Marx Flohmarkt. Ja, zuletzt ging es ja um diesen Fellwindschutz. Ja, Mann. Und zudem habe ich mir jetzt jemanden noch ausgesucht. Und da ich drunter auch noch ein paar Kommentare zu dem Thema Zoom-Mikrofon gefunden habe, habe ich mir gedacht, machen wir aus einem Fellwindschutz zwei. Ist ja für mich kein Problem, habe ja genug von den Dingern. Also gibt es heute einen für ein Richtmikrofon, wie das Rode, und einen für das Zoom Mikrofon, wie ich es auch benutze. Also habe ich mir hier einfach mal zwei Leute ausgesucht, kurz und schmerzlos. Der kleine Fellwindschutz für das Zoom Mikro geht an Hermann 23 45 67 89. Von dir brauche ich die Adresse. Und das zweite Teil hier, dieses rote Teil, geht an Internetstube VEV 02. Also du bekommst diesen Rode Überzieher. Damit ich euch den Krempel jetzt wieder zusenden kann, brauche ich von euch beiden die Adresse, so schnell wie möglich. Wie gesagt, ich gebe euch 7 Tage Zeit, mir zu antworten. Antwortet ihr in dieser Zeit nicht, ist das Zeug hinfällig. Und wahrscheinlich du es dann an jemand anderen verschenken. Hab ja genug Kommentare da unten noch drin. Gut, das dazu. Heute wieder was anderes. Bin hier noch böse am Renovieren, deswegen alles, was hier in diesem Zimmer übrig ist, kommt jetzt hier auch mit raus, und dazu gehört auch ein DVD-Player. Den brauche ich nicht mehr, müsste eigentlich noch funktionieren. Dazu habe ich noch die Bedienungsanleitung und die Fernbedienung. Ich habe zwei von diesen DVD-Playern. Einer hatte eine kleine Macke mit dem SCART-Ausgang. Kann sein, dass es der ist, weiß ich aber nicht genau. Jedenfalls müsste er funktionieren. Falls der SCART-Ausgang nicht funktioniert, habt ihr hier auch noch einen normalen Cinch-Ausgang. Der kann dann auch wieder ein SCART-Ausgang genutzt werden, da braucht ihr bloß einen Adapter. Jedenfalls müsste er auf jeden Fall funktionieren. Also, wer den haben will, wieder Kommentar unten rein. Und den Einsendeschluss blende ich euch da oben in der Ecke ein. Die Bedingungen zum Mitmachen findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Wichtig, ich versende nur an Abonnenten. Bei allen anderen hat das keinen Zweck. Ich prüfe das auch nach. Ja, das wäre es eigentlich für heute. Ja, ist noch irgendwas? Keine Ahnung, wenn ich es vergessen habe, habe ich es bestimmt hier irgendwo in die Anmerkungen eingehämmert. Also, das wär's. Bis zum nächsten Flohmarkt. Tschüss, euer Marc auf YouTube.